Hallo und herzlich willkommen zum FTB-LP Infinity. Wir haben letzte Folge auf eine kleine Reise gemacht. Und da sind wir gerade noch mittendrin. Okay. Wow. Also wir haben da ein Dorf und da ein Dorf. Wo sollen wir zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht gerade dadurch, weil da ist Tainted Land und das ist hochgefährlich von Thormcraft. Und es breitet sich übrigens auch aus, solange man es nicht in der Config ausschaltet, und das haben wir nicht getan. Sondern wir gehen jetzt mal weiter weg. Achso, da fehlt ein Y-Level. Sagen wir mal 80. Und suchen jetzt mal dieses Dorf auf. Inventar ist ja noch ziemlich frei, das sollte also kein Problem sein. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich habe irgendwie schon befürchtet, dass wir bei dieser Erkundungstour hier nichts finden würden oder so. Oder gleich wieder nach Hause müssten. Aber nee, zum Glück haben wir ja was. Zwei Dörfer. Klingt doch gut. Und da ist auch schon ein Eingang. Ach, das ist ein richtiges Stadttor, oder wie? Ist das bei uns auch so? Vor lauter Baum habe ich das so nicht gesehen. Naja, schauen wir uns mal um. Vielleicht finden wir hier sogar ein Gebäude mit Büchern. Das wäre oh ja, ein Bienendorf. Dann kann ich mit den Bienen anfangen. Schön. Das war genau das, was ich wollte. Was bist du denn für einer? Best zur. Ein Archivist. Ah, okay. Ich glaube, das ist einer von Mistcore vielleicht archiviert, der deine Pages und verdoppelt sie oder so. Keine Ahnung. Also ich muss sagen, die Infrastruktur dieses dieses Dorfes ist sehr interessant. Was zur Hölle? Okay. Die haben ein Gefängnis oder wie? Das ist, Alter, das sieht cool aus. Das muss ich mir gleich unbedingt angucken. Aber ja. Wir haben ein Bienengebäude. Ja, und ein Christine Meadows Princess. Super. Schöne Startbedingungen. Damit können wir was anfangen. So. Grafters. Noch eine Meadows Princess. Oh, schön. Und ein Bienenhändler. Ja gut, der tauscht Monastic. Dann Bücher. Oh, Paradies hier. Das ist ja göttlich. Okay. Ich bin zwar gläubig, aber das ist gerade übertrieben. Ich wollte eigentlich irgendwie was anderes sagen. Oder? Paradies ist ja göttlich. Ich wollte zuerst sagen, ist ja himmlisch. Dann habe ich mir gedacht, nee. Du hast gerade schon Paradies gesagt. Tu jetzt nicht so, als wärst du hier jetzt der Religionsfanatiker, sagt was anderes. Ist ja göttlich. Verdammt, noch viel schlimmer. Oh, aber toll. Dieses Dorf ist super. Sowas liebe ich, wenn ich irgendwie Mangel an irgendwas habe oder so. Und dann auf einmal so, vor allem am Anfang, irgendwas kommt, was mir so voll viele Probleme auf einmal löst. Eine Apotheke. Das ist eindeutig von Witchery. Der kann mir auch Bookshelves geben, aber drei Smaragde sind ein bisschen viel. Mal sehen. Vielleicht bekomme ich ja irgendwie noch leicht welche. Okay, da war der Eingang, da war ich also schon. Ja, super. Noch mehr. Wir brauchen ganz viele.
Boah, dieses Dorf macht mich gerade so glücklich. Auch dass da hinten noch ein Gebäude ist, wie ich es noch nie gesehen habe und dass ich noch erkunden kann und so. Das ist einfach cool. Das ist total cool. Oh, ein Mistcraft-Gebäude. Wir können mit Mistcraft anfangen. Und Bücher im Mistcraft-Gebäude. Manchmal ist da in der Ke Ecke eine Kiste. Zumindest war das in früheren Versionen so. Scheinbar nicht. Und der tauscht Ashites. Der tauscht Smaragde gegen Kohle, aber Kohle brauchen wir selber. Ja gut, und dann gibt es da noch zwei relativ simple und nicht so tolle Seiten. Ich klaue eure Bücher. Schalalalala. Alle eure Bücher. Sind alles meine. Noch mehr Bücher. Was ist das? Torn Page. Okay. Ich will mich jetzt nicht unnötig mit sowas beschäftigen, was ich eh noch nicht verstehe. Hallo, Sleeping Bag. Ah, jetzt. Endlich. Ach, wurde da auch wieder so schön das Dorf generiert. Noch so ein Klotz. Solange es kein ein Block breiter Streifen ist, ist es ja okay. Aber das eben war ja echt der Witz. Das war ja ein Block breiter Streifen. So, alle Bücher haben wir. Dann haben wir hier ein Gebäude mit einer Kiste. Da ist oft Thorncraft-Kram drin. Ich glaube, das ganze Ding ist von Thorncraft. Das ist super. Redwood Sapling brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht wirklich. Ich hätte gerne noch ein zweites, das ich PBZF mitbringen könnte. So. Vielleicht muss ich es auch trotzdem wegschmeißen, wenn wir doch mehr Platz brauchen. Ja gut, ich glaube, hier ist nie was sonderlich Wertvolles drin. Es wäre mal geil, ganz am Anfang in einer Kiste einen Obsidian-Spitzhackenkopf zu finden. Das würde einem so viel Arbeit ersparen. Man könnte sich direkt eine Obsidian-Spitzhacke machen. Netter ausgesagt. Ah ja, diese Research-Fragments, die sind eigentlich extrem wertvoll, weil dann kann man halt Sachen recherchieren, die man sonst nie recherchieren könnte. Also die kann man wirklich nur bekommen, indem man sich mit neuen Research-Fragments eine Rechercheseite craftet. Hatte ich auch in 1.5 schon gemacht und erzählt. Ja, also im Grunde sind die sehr wertvoll, aber in dieser Version von Thorncraft kann man die viel leichter bekommen, weil bei diesen Obelisken spawnen Monster, die das droppen, diese Knowledge Fragments beim Tod. Ah, hallo Hexe von Witchery. Und ja, man kriegt die also viel leichter. Und man kann hier halt auch rechtsklicken und somit Aspekte bekommen. Das mit den Aspekten ist mir jetzt ungern erklären. Thorncraft hat sich halt stark verändert von 1.5 zu 1.7. So, und jetzt, voller Neugierde, schaue ich mir das hier an. Ein Innenhof? Ich glaube echt, das soll irgendwie eine Art Gefängnis darstellen. Oder eine Art Sicherheitsburg. Verstehe aber nicht, wieso das hier runtergeht und dann wieder hoch und so. Ist da irgendwas? Nö, wahrscheinlich nicht. Ich sollte jetzt auch aufhören, mit meinem Schwert durch die Erde graben zu wollen. Das ist nicht gerade fördernd für die Haltbarkeit. Ist hier irgendetwas? Oh, da geht's höher. Thank you.
Wo ist dieser Zombie? Vielleicht hier irgendwo? Irgendwie ja nicht. Naja, das ist ja auch nicht so wichtig. Wir haben hier jedenfalls ein Dorf gefunden, das erfolgreich ordentlich gelootet. Ja, und dann bin ich auch sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich würde sagen, wir können dann. Haben wir überhaupt einen Wegpunkt zum Hauptdorf? Nö, nur Todeswegpunkt. Home. Y80. Safe. Waypoints. Death remove. Death remove. So. Ab nach Hause. Und dann fange ich da irgendwo direkt mit Bienen an. Wir haben gute Grundvoraussetzungen. Nämlich schon einige Pristine Princesses. Das kann ich sogar direkt erklären. Also in der 1.5, das geht jetzt natürlich nur für die, die das ein wenig geguckt haben und sich mit Bee Breeding auch ein wenig auskennen. In der 1.5 und so, ja, zuletzt in der 1.5 war es so, dass man eine Prinzessin mit einer Drohne kombiniert, die dann zusammen zu einer Queen werden, also quasi die Drohne die Prinzessin zu einer Queen macht und dann abstirbt. Dann die Königin ein langes, glückliches Leben führt, so eine Viertelstunde ungefähr, tendenziell etwas kürzer, und dann abstirbt. Währenddessen produziert sie mit ihrer Schar von Drohnen, die halt da in ihrem Bienenstock rumschwirren, Material. Irgendwann stirbt die Königin ab, hinterlässt ein paar Drohnen und eine Prinzessin immer. Ja, dann kann man die Prinzessin wieder reintun mit einer Drohne, dann wird sie dann eine neue Königin, die lebt dann wieder, dann stirbt wieder ab und so. Also, es ist quasi ein ewiger Kreislauf. Aus Prinzessin und Drohne wird eine Königin. Daraus wird Prinzessin und Drohnen. Man kann quasi auf die Dauer seine Drohnen multiplizieren. Prinzessinnen werden es aber nie mehr. Also es werden nie zusätzliche Prinzessinnen rauskommen. Es kommt immer eine Prinzessin raus. So. Hier ist es anders. Wenn man hier so ein Hive abbaut, wo ja die Bienen drin sind, bekommt man nicht mehr eine Prinzessin und eine Drohne, also schon, aber die Prinzessin ist in 75% aller Fälle, ja, in 75% aller Fälle hat sie eine gute Eigenschaft. Und die nennt sich, wie nennt die sich? Otto. Klaus. Nein. Ignibel. Ignibel. Das heißt, dass die Prinzessin, sofern sie nicht in einem nicht in einem Bierhaus, dem schlechtesten Zuchtding, lebt, aber das sollte man eigentlich fast nie machen, weil es immer das Schlechteste ist, also sofern sie nicht in einem Bierhaus lebt, wird sie nach einigen Generationen absterben. Das heißt, man kombiniert eine Ignoble Princess mit einer Drohne, es kommt eine Ignoble Queen raus, die lebt eine Weile, bringt dann eine Ignoble Princess und Drohnen, also die Prinzessin bzw. Queen bleibt immer Ignoble. Und irgendwann, nach irgendeiner Anzahl von Zyklen, von Lebenszyklen, also ein Lebenszyklus ist halt, Prinzessin wird zur Königin und stirbt ab, dann ist der Zyklus zu Ende. Dann kommt halt eine neue Prinzessin raus, die dann wieder einen Zyklus hat. Ja, also, wie war's? Ja, irgendwann, nach einer unbestimmten Anzahl Zyklen, vielleicht so 20, 30 Stück, guckt man ins Apiary oder Elviary und stellt fest, wieso ist da keine Princess drin? Die ist abgestorben. Also, ja, ich kann nicht reden. Nach einer unbestimmten Anzahl von Zyklen, etwa 20 laut Internet, aber ich habe es noch nie selbst erlebt, ist einfach auf einmal keine Prinzess mehr da.
Das heißt, man hat zwar auf die Dauer sich ein paar Drohnen ansammeln können, aber dann ist auf einmal die Princess weg. Das heißt, man sollte niemals mit einer Ignoble Princess sich irgendeine Bienenspezies erzüchten, da die eh für ein Arsch ist und die irgendwann abstirbt. Ja, eine Portal Gun! Warte, seit wann ist die Portal Gun-Motte hier drin? Egal, eine Portal Gun! Wir haben eine Portal Gun! Ja! Geil! Geile Scheiße! Ui! Augenblick. Okay. Ups. Aua. Cool. Oh, schön. Hätte ich die mal vorher gefunden, das war ja quasi ein paar Meter weiter weg, hätte ich jetzt einen Wegpunkt zum Dorf machen können und hätte nicht mir so sparsam überlegen müssen, was ich mitnehme und was nicht. Oh, schön. Wir haben eine Portal Gun. Und die Mod ist wieder drin. Es gibt die Portal Gun Mod wieder. Ich habe mich vorhin schon gewundert. Hä, Enderpearl Dust von der Portal Gun Mod? Ja. Boah, ich muss sagen, es ist echt gut. Wir haben gute Sachen, um mit Forestry anzufangen. Und wir haben Sachen, um mit Thaumcraft anzufangen. Und sogar noch was, was uns bei Forestry besonders hilft und so. Also mit Bienen können wir jetzt echt gut anfangen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Bienen 1, Bienen 2. Meadows rein. Valiant rein. Ihr dürft jetzt einfach dort mal arbeiten und leben und so. Was Bienen halt so tun. Da hängt die Portal Gun auf. Und Schinken darunter. Nee, die war doch nicht. Okay, das ist cool. Dann würde ich jetzt sagen, verbessern wir mal unsere Kisten. Einfach weil wir keinen Lagerplatz mehr haben. Also nicht mehr wirklich. Wood to Iron, Iron to Gold. Wunderbar. Dann haben wir hier eine leere Kiste. Oh, so ganz gut. Das heißt, ich kann selber nach Bienen suchen gehen. Muss mir nicht erst einen craften. Egal, einer bringt sowieso nicht sehr viel. Machen wir mal noch zwei weitere. So. Wir gehen jetzt also. Oha, Creeper, 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 Creeper. Wir gehen jetzt also auf die Suche nach Bienen. Nein, nein, nein. Lass mich in Ruhe. Aua, aua. Aua. Die Mod Endesu ist ziemlich mies. Bleib weg. Kannst du mal aufhören, Scheiß Wither-Effekt? Danke. So, das Problem ist, es gibt da so einen kleinen Fluch, der da lautet, wann. Oh, warte, jetzt habe ich den Scoop beschädigt. Der geht so schnell kaputt. Egal. Der da lautet,
Wann immer du keine Bienenhives suchst, wirst du sie überall finden. Sobald du sie suchst, wirst du sie suchen wie blöd. So. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man viel zu genau schaut, wenn man gezielt welche finden will. Man keine findet, weil die einfach zu selten sind. Wenn man gerade nicht so genau schaut, dann findet man die halt überall, weil man halt viel schneller sich fortbewegt. Ich laufe mal hier lang und schaue, ob ich irgendwo noch VSBs finde. Also, wir haben jetzt schon zwei Meadows Princesses, glaube ich, durch die LVRs im Dorf. Aber wir brauchen mindestens noch eine zweite Art. Weswegen ich jetzt nach Forest Hives suchen werde. Und ich bin blöd. Ich muss nochmal da rein. Ach, hier ist ein Eingang. Man lernt nie aus. Ich will nämlich die Portal Gun mitnehmen. Dann kommen wir direkt wieder nach Hause bei Bedarf. Ach schön, der Gedanke, dass hier bald alles voller nerviger Blumen ist, wegen der Bienen. Wo Bienen arbeiten, sind ja immer innerhalb von kürzester Zeit, nee, nicht in kürzester Zeit, aber da entstehen halt Blumen. Und je länger man die da halt lässt, umso mehr Blumen sind da dann logischerweise auf die Dauer. Und da ich jetzt vorhabe, hier die Anfänge meiner Bienen zu machen, werden sich da sicher einige Blumen bilden in der Zeit. Wow, ich noch keinen einzigen Hive gefunden. Da ist einer, aber das ist einer von der Magic Bees Mod. Mit denen kann man erst ganz am Schluss was anfangen. Beziehungsweise relativ spät. Damit will man eigentlich am Anfang nichts machen. Zu kompliziert und zu schwierig und ja. Bringt einem halt am Anfang nichts. War einer. Habe ich mich verguckt? Hier war doch einer. War das echtes Birkenholz? Oh, ich werde bekloppt. Ich war mir gerade so sicher, da einen gesehen zu haben. Okay, hier war die Portal Gun. Gehen wir einfach mal so ein bisschen den Weg zurück. Oder? Oh, Minus Hive. Ich wollte jetzt auf Forest Hives, aber gut. Midos ist auch wichtig, auch wenn wir schon welche haben. Da. Und das ist natürlich direkt eine Ignoble Princess. Die ist nutzlos. Also nicht komplett nutzlos, aber so gut wie.
Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ja was Schönes. Aber ich habe keinen Namen eingegeben. Ups. Egal. Kohle. Ich brauche noch dringend Kohle. Sie haben kaum noch. Weit unter einem Stack. Ich kassiere die hier mal kurz ein. Ja. Hat sich doch gelohnt. Ah, blöder Hunger. Sorgt hier irgendeine Map dafür, dass man schneller wieder Hunger bekommt? Ich fürchte irgendwie schon. Scheint so. Nein, ich wollte die eigentlich behalten, Schweine. Checkpoint. Habe ich überhaupt das Richtige verschossen? Nein, habe ich nicht. Dann. Okay, Rot ist zu Hause. Gelb ist das, was wir ab sofort so verschicken. So, und ihr kommt wieder rein. Stacken sich auch super. Leg dich doch schon mal hin. Und weiß noch nicht ganz nach das. Danke. Was muss man immer warten, bis es nicht mehr anders geht? Ist doch schwachsinnig. Midos und Pristine. Hey, Pristine, Glück gehabt. Das war eine Pristine Princess. Und ein Pferd. Hallo, Enderman. Ja, Enderperle. Schön. Das ist immer super. Enderperlen sind aktuell extrem wertvoll. Oh, schön. Zwar keine Enderperle, aber ein Herzkanister. Das ist eigentlich noch besser. Und da hinten ist das Tainted Land. Okay, also. Wie war das? Gelb. War geht das auf die Distanz nicht? Ist ja blöd. So. Ach doch, hat geklappt. Hallo Tainted Land, ich hasse dich. Tainted Land ist hochgefährlich.
Und auch echt gut umgesetzt von den Machern, finde ich. Das wirkt echt so ein bisschen creepy, wenn man da drin ist. Es gibt da so viele Sachen, die nur in Tainted Land vorkommen. So viele Lebewesen und Pflanzen und komische Strukturen, die Bäume verfaulen und es ist echt cool. Aber saugefährlich. Hallo. Warte mal, was? Du möchtest 7 Spruce Barricades und eine Spruce Barricade. Okay. Aber auf die Idee, nach 8 Spruce Barricades zu fragen, bist du nicht gekommen. Okay, dadurch, dass da jetzt so viele Pflanzen von anderen Mods sind, wirkt das nicht mehr ganz so unwirklich. Weil da dieses Glimmern und so. Das ist so typisch Tainted Land. Man sollte da nie reingehen. Vor allem sollte man darauf achten, dass nie dort Tiere drin sind. Und dass man sonst nie zu den Tieren geht. Tiere im Tainted Land werden hochaggressiv und hochgefährlich und richtig stark. Also, da muss man echt aufpassen. Oh, hier oben friert das Feld sogar ein. Also, hier haben wir nichts. Da haben wir so ein Hexenteil. Und wir hatten einen geilen Hut, den will ich haben. Hier gibt es ja eh keine Wachen mit dem Dorf. Wenn doch, werde ich sowieso mit denen fertig. Also, irgendwas übersehen? Ja, klar. Das ist eine normale Kirche. Da gibt's was. So, 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 so. So. Boah, ey, kann doch nicht wahr sein, oder? Was soll denn der Scheiß? Ich kann die Portale nicht benutzen, ohne dass ich direkt stundenlang darin backe. Und dann nur rauskomme, indem ich hochfliege. Ich finde, da muss echt noch gearbeitet werden. Also, schauen wir uns mal weiter. Ach so, da waren ja Bücher. Die wollte ich haben. Klar, erstmal für den Kompass. Sicher. Das ist völlig legitim. Ich würde auch sofort erstmal Akte für den Kompass nehmen. Also unser Bücherproblem hat sich offiziell in Luft aufgelöst. Was haben wir sonst hier noch? Da oben ist noch ein recht hohes Haus, hat das Bücher. Ich fürchte schon, oder? Nee, das ist ein Eckhaus. Dann. Oh, nur 10 Smaragde. Dann weiß ich, wo ich hingehe, wenn ich mal einen Kompass haben will. Und zu wem nicht? Hallo Bücher. Ich nehme euch alle mit. Bücher sind immer wertvoll. Man kann da, glaube ich, auch das Leder wieder rausholen per Crafting. Ah, man kann durch irgendeine Mod sogar Papier derzeit rausholen. Also in jeder Hinsicht sind die Bücher sehr praktisch. Aber als Bücher sind sie eigentlich am wertvollsten.
So, kein Interesse darauf zu gehen. Dann gehen wir noch da rein und gehen danach noch darüber. Ja gut, rein ist nicht ganz so einfach. Okay, ist ein Eckhaus. Smeltery. Okay, oh. Ja, schönes Häuschen. Muss man mal sagen. Aber keins mit Garten und Bienen, oder? Nee. Berries. Wie kriege ich denn? Bringt ihr mir irgendwas? Irgendwie nicht. Gut, dann auf nach Hause. Ich würde sagen, es war mal wieder äußerst erfolgreich. Oh, sie machen Liebe. Offscreen mache ich dann leicht hier noch irgendwelche Kleinigkeiten mit den Bienen. Moment, ich versuche jetzt mal kurz was zu machen. Ich brauche eine Centrifuge, 6 Kupfer, 1 zur Casing. Mindestens 16 Bronze, also. Ach so, ich habe es ja gar nicht auf Input gestellt. Ist aber, glaube ich, auch gar nicht nötig, oder? Doch, wenn es eine. Schade. So bekommen wir Bronze, beziehungsweise es nennt sich Tinkers Alloy Ingot, ich weiß nicht wieso. Aber es ist halt quasi Bronze. Und dann muss ich, glaube ich, nochmal welches machen. Dann haben wir, glaube ich, genug. Vorerst. Verdammt, wir haben nicht genug Kupfer. Nein. Das ist jetzt blöd. Naja, was ich halt jetzt vorhatte, war zwei hiervon machen. So einen machen. Und das andere wäre die Centrifuge mit 6 Kupfer. Die haben wir jetzt leider nicht mehr. Ich wüsste auch nicht, wo ich die jetzt herbekommen sollte. Von daher, tja, können wir das jetzt nicht machen. Also, für die, die es nicht wissen, in der Centrifuge verarbeiten wir Waben, die die Bienen produzieren. Also zum Beispiel die hier. Die haben nichts produziert, weil die haben eine sehr geringe Produktionschance. Ja, und im Carpenter stellen wir Sachen wie den Bierleisel her. Da kann man Bienen reinlegen. Also so stellt man ihn einmalig her, mit einem Diamanten leider. Da kann man eine Biene reinlegen, die noch nicht identifiziert ist. Und
Dazu dann ein Honey Drop, den man zum Beispiel aus diesen Farben bekommt durch Zentrifugieren daraus. Dann wird der Honey Drop verbraucht. Und bei der Biene steht nicht mehr wie bisher Unknown Genome drunter, sondern da stehen halt so ein paar Infos. Wenn man Shift drückt, dann bekommt man noch viel mehr. Und im Bealizer sieht man dann wirklich ausnahmslos alle Infos. Und ja, die Infos braucht man halt so ein bisschen. Für die Bienen halt, um damit zu arbeiten. Also, ich werde offscreen jetzt Kupfer suchen, vielleicht auch ein paar weitere Erze. Vielleicht anfangen, die Ender Quarry herzustellen. Vielleicht auch ein paar weitere Dayblooms machen. Und halt mit Bienen so ein bisschen anfangen. Also Kram, der halt Zeit braucht und der halt nicht großartig gezeigt werden muss. So. Das war's dann also mit dieser Folge und auch mit weiteren Folgen fürs Erste. Ich werde für heute, glaube ich, nicht mehr aufnehmen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.